Guten Tag, Herr Hübner. Sie und Spider waren Primary Partner auf der SAM 2012. Können Sie mir verraten, was Sie von der Teilnahme überzeugt hat? Na gut, wir waren überzeugt von dem Konzept, was Sie uns vorgestellt haben. Nicht das, was wir als Besonderheit bemerkt haben an Ihrem Konzept, ist, dass Raum ist für Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Die klassischen Events, die wir bislang hatten, die sind da eigentlich zu statisch. Nicht? Da geht es zu wie in der Schule, da gibt es einen Stundenplan und kleine Pausen und keine Plattform, um vernünftig miteinander zu interagieren. Da sind unterschiedliche Methoden von Ihnen entwickelt worden, die sozusagen die Kommunikation zwischen den Teilnehmern fördern. Und das war für uns sozusagen ein Punkt, der uns gleich am Anfang überzeugt hat, mitzumachen, auch noch weitere Ideen einzubringen, Kunden zu motivieren, zu dieser Veranstaltung zu kommen und so weiter. Und heute im Nachgang muss ich sagen, eine sehr gute Entscheidung. Wir sind total begeistert. Wenn es darum geht, das zu beschreiben, was wir als besonderes Angebot haben, dann ist es natürlich, dass wir auf der einen Seite ein sehr, sehr ausgereiftes Lizenzmanagement-Tool im Angebot haben, dazu erfahrene Berater, aber links und rechts neben diesem Lizenzmanagement-Tool eben auch weitere Disziplinen abgedeckt werden, wie beispielsweise das Vertragsmanagement oder wenn man zurückkommt in die IT-Abteilung, geht es dann eben auch darum, Beschaffungsprozesse zu organisieren, die Systemlandschaften insgesamt zu managen und alles sozusagen in einem gemeinsamen Prozess abzubilden. Und große Konzerne wie beispielsweise Vodafone ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, die heute von Deutschland aus über 70.000 IT-Arbeitsplätze auf Basis unserer Tools managen, die wissen schon, warum die es tun. Und für die ist es einfach wichtig, mit einer kostengünstigen Infrastruktur, mit guten Beratern an der Seite halt, eine Organisation am Laufen zu halten, die jeden Tag, jede Stunde weltweit 24/7 wirklich aktiv funktionieren muss. Und das ist eben das, was wir generieren können. Der Traum, den man hat als Teilnehmer an so einer Veranstaltung, in unserer Rolle, ist ja, dass man im Idealfall alle Gäste kennenlernt. Und das ist normalerweise kaum möglich. Und diese World Café-Runden, die tragen natürlich dazu bei, weil dort habe ich die Plattform, in kleinen Gruppen mit den Menschen zu sprechen, dort auch ganz individuell zu werden. Oder auch wir als Toolanbieter können wirklich mal auch Details und Benefits unserer Lösung zeigen, die man auch in Broschüren oder im Gespräch nicht so gut transportieren kann. Wie würden Sie denn die Qualität der Teilnehmer der Konferenz beschreiben? Also die Qualität der Teilnehmer war hervorragend, aber vor allen Dingen auch sozusagen das Betreuungskonzept von WeConnect. Wir kennen ja das Netzwerk nicht so, wie Sie das kennen als Gastgeber. Und von daher ist es natürlich toll, wie es gelaufen ist, dass WeConnect eben auch die ganze Zeit dabei ist, sozusagen Verbindungen herzustellen, Menschen, die zusammenpassen, die ähnliche Interessenslagen haben, zusammenzubringen. Und das Geheimnisvolle ist, wie gut es funktioniert, so ein neues Konzept, weil da doch im Hintergrund viel vorbereitet wird, die Psychologie der Teilnehmer eben berücksichtigt wird und wirklich eine tolle Geschichte. Was wir jetzt feststellen, ist, dass der Markt sich weiterentwickelt. Also das Thema Lizenzmanagement wurde in den letzten 5 Jahren im Regelfall mehr oder weniger isoliert betrachtet. Und der Trend geht dahin, dass das Thema Lizenzmanagement in so eine Art ganzheitlichen Software-Management-Prozess eingegliedert wird. Dort entsteht für uns neues Geschäft und für die Kunden werden wir erfolgreiche Projekte realisieren. Und am Ende geht es natürlich auch darum, dass man erfolgreiche Projekte miteinander macht und sowohl nachher der Lizenzmanager als auch der Toolanbieter und auch die Berater nachher sagen, das war eine tolle, runde Sache und es macht alle erfolgreicher. Das ist gut. Das freut uns sehr zu hören. Auch freut uns zu hören, dass Sie 2013 wieder mit dabei sind als Businesspartner. Können Sie mir verraten, was haben wir richtig gemacht? Ich bin schneller fertig, wenn ich Ihnen sage, was Sie falsch gemacht haben. Ich fange sofort damit an. So, gar nichts falsch. Es war alles gut. Also wir haben uns wirklich gut gefühlt. Die Location war gut, das Team war toll. Und was mir besonders imponiert ist auch, dass Sie im Nachgang nach der Veranstaltung noch weiter gemacht haben, neue Ideen einzusammeln. Das heißt also, was wir spüren ist, Sie wollen nicht dort stehen bleiben, wo Sie angekommen sind. Das war schon ein hohes Niveau, sondern Sie wollen es noch weiterentwickeln. Und das macht uns sozusagen viel Vorfreude auf die nächste Veranstaltung.